Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist die Videoanalyse des Tages. Heute zum Thema WTI Rohöl vor der FOMC-Aussage. Aber am Anfang wie immer erst einmal die Risikowarnung. Ja, es hat sich durchaus gelohnt, heute mal etwas zu warten mit der Videoanalyse des Tages, denn hier sind in den letzten Stunden wirklich noch ein paar sehr, sehr interessante Bewegungen entstanden und genau deshalb schauen wir uns auch auf jeden Fall mal das Öl an, denn wir hatten ja gestern so eine Art kleinen Fehlausbruch bzw. so eine Stabilisierung, darüber hatten wir bereits gesprochen, ja, wenn es eben auch auf Wochenbasis so aussieht, dass sich das Ganze hier stabilisiert bzw. auch nach der FOMC-Thematik das hier noch so aussieht, dann bzw. dieser Support nicht nachhaltig gebrochen werden konnte, dann haben wir natürlich eine sehr, sehr gute Basis, um das Öl weiter long zu traden. Aber, ich muss natürlich dazu sagen, FOMC ist noch nicht durch, US-Leitzinsentscheid ist noch nicht durch. Wir haben also noch, das Ganze hier könnte auch bloß eine Finte sein, ja? Da könnte heute sogar noch hier drunter schließen. Also das wäre absolut überhaupt gar kein Problem. Sofern die H4-Kerzen in irgendeiner Art und Weise mitspielen, kann das eben passieren. Tatsache ist, und das muss man fairerweise dazu sagen, wir sind auch wieder in diesem H4-Trendkanal drin. Ob der aber so viel Bedeutung hat, das muss ich eben in Frage stellen. Denn wo achten wir auf die wirklich wichtigen Bewegungen? Achten wir auf die wirklich wichtigen Retests, auf die Ausbrüche, auf die Widerstände, Unterstützung im Weekly Chart und im Daily Chart natürlich. Und deshalb möchte ich hier auf Daily Basis und auf Weekly Basis natürlich auch die entsprechenden Maßnahmen sehen. Was jetzt hier im H4 passiert, ja, da kann ganz, ganz viel passieren. Ja, wenn wir jetzt mal nur nach dem H4 gehen würden und diesen Trendkanal jetzt als das Highlight nehmen würden, dann sieht die Situation folgendermaßen aus. Dann hätten wir nämlich hier einen bullischen Fehlausbruch gehabt, der letztendlich wieder reingeführt hat und von unten getestet wurde. Also eigentlich hätte der Kurs hier massiv shorten müssen oder short gehen müssen. Das hat er aber nicht. Er ist jetzt eben wieder hier drin. Und wenn ich sowas sehe, ja, dass das alles eigentlich total undurchsichtig ist, dann frage ich mich natürlich, hat das überhaupt Bestand? Muss ich das überhaupt beachten? Und deshalb lasse ich dieses mal drin hier, aber der primäre Fokus liegt eben auf jeden Fall auf dem Daily und auf dem Weekly Chart. Prinzipiell muss ja auch keiner Angst davor haben, irgendetwas zu verpassen. Sollte der Kurs hier wirklich hier drüber schließen heute über dem Support, denn dann warten wir einfach auf den Rückgang, beziehungsweise wenn der Kurs noch einmal in diesen Bereich herunterkommt und dann kann man das Ganze auch sehr, sehr schön long traden. Warum? Wir haben dann diesen Spike als Anhaltspunkt für den Stop-Loss. Und das ist natürlich mit, wie viel Dollar sind das hier? Das ist nicht mal ein Dollar oder gerade mal ein Dollar, den wir hier Unterschied haben. Das wäre ein super Stop-Loss, wenn wir das Ganze dann hier auf Erreichen des Daily 200, 237 EMAs hochtraden. Natürlich eine sehr, 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 sehr schönes CRV von 10 zu 1. Und wenn der Future dann sogar noch weiter bis nach oben reicht, wer weiß, wie lange das geht oder wie schnell die Long-Bewegung geht, dann ist das natürlich alles sehr, sehr gut. Wie gesagt, im Moment müssen wir auf jeden Fall noch die Füße stillhalten. Wir wissen es noch nicht, wie es nach dem heutigen Tag aussieht, beziehungsweise nach der laufenden Handelswoche. Deshalb habe ich überhaupt keine Ambition, hier irgendwas zu überstürzen. Auch in den Cut-Paaren, wenn wir mal kurz reinschauen. US-Dollar-Cut ist zwar hier. Ah, das dürfen wir nicht. Handelsempfehlung, das ist verboten. Deshalb hier, US-Dollar-Cut zum Beispiel, trifft jetzt momentan auf den Daily 50er 55 EMA. Das war jetzt abzusehen, als hier oben gescheitert ist. Deswegen habe ich das hier auch gehedged, die eine Long-Position. Der eine oder andere hat es sicherlich gesehen. Und hier stellt sich eben auch die Frage, kann er sich durchaus wieder stabilisieren? Ist auf keinen Fall gesagt, dass der jetzt hier heftig runtermarschiert. Ja, das müssen wir eben erstmal abwarten. British Pfund Cut genauso. Wir, selbst wenn er jetzt hier noch weiter runter marschiert in der nächsten Stunde oder sowas, wir kommen dann schon wieder auf einen massiven Support hier bei der circa 2.0er Marke. Ja, knapp darüber. Australisch Dollar Cut sieht genauso aus. Wir befinden uns innerhalb dieses aufwärtsgerichteten Trendkanals, respektive bärische Flagge. Und hier laut eben auch der Monatspivot Point. Hier kann er sich auch wieder stabilisieren. NZD Cut, genau dasselbe Spiel. Ja, kommen jetzt hier gleich auf einen horizontalen Support, beziehungsweise lauern hier gleich die nächsten Unterstützungen. Euro-Cut, selbes Spiel, klar, neue Short-Position hier im Markt. Weil hier gescheitert ist, habe ich die Short-Position dann doch eröffnet, denn ja gut, der ist jetzt 100 Pip im Plus, Stop-Loss nachgezogen, nach mit der Sinnflut. Da kann passieren, was er machen will, aber eben auch hier auf dieser Bodenbildungsrange, ja, die letztendlich hier zum Retest geführt hat. Deshalb kann er hier auch ganz massiv wieder nach oben marschieren. Das müssen wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben und hier nicht schon wieder irgendwie in Panik verfallen, denken, ah, ich bin nicht dabei. Ja,
Das ist egal. Selbst wenn das Öl jetzt hier zum Beispiel heute durchmarschiert und diese Trendlinie hier bricht, das ist egal. Da warten wir eben auf den Retest und gehen dann rein. Also bitte, bitte auf jeden Fall FOMC heute abwarten, vielleicht sogar diese ganze Woche abwarten. Müssen wir sehen, wie die Kursbewegungen sind und hier nicht Hals über Kopf mit irgendwelchen Market oder Ausbruchsorders hier den Markt durchflügen. Das endet dann meistens im Chaos und dann bekomme ich immer solche verzweifelten Mails mit Leuten, die dann aus ihren Hedges nicht mehr rauskommen oder so. Und das ist sehr, sehr schade. Und es tut mir auch persönlich immer sehr, sehr leid. Denn klar, man kennt das aus seiner eigenen Anfängerzeit. Und das muss einfach nicht sein. Deshalb die Warnung im Vorfeld dessen. Ich wünsche allen natürlich viel, viel Glück und viel, viel Erfolg heute am Abend. Vielleicht passiert auch gar nichts weiter. Ja, kann auch sein, dass heute keine großartigen Aussagen kommen vom FOMC. Kann sein, dass wir dann einfach nur technische Gegenbewegung sehen in den nächsten Tagen. Und dann hat sich die ganze Sache wieder erledigt. Also wirklich Ruhe bewahren. Viel Erfolg, wie gesagt, und wir hören uns dann morgen früh im Morning Statement wieder. Bis dahin, tschüss.